Lieber Christoph Neumann, vielen Dank, dass Sie die Einladung zum Espresso angenommen haben. Gerne. Sie sind seit doch geraumer Zeit Generalsekretär der Industriellenvereinigung. Wir reden auch schon seit geraumer Zeit über die Emerging Markets, wie hier Wirtschaftsentwicklung auch besser zusammengehen kann. Vielleicht als Einstieg einfach diese allgemeine Frage, wie stellen sich die Emerging Markets derzeit in dieser Zeit der multipolaren Krisen für die österreichische Wirtschaft dar? Die österreichische Wirtschaft durchlebt ja momentan eine schwierige Situation, insbesondere auch die exportorientierte Industrie. Wir sind in einer Rezession und für all diese Unternehmen sind insbesondere Märkte, die wachsen und die sich entwickeln, besonders wichtig und interessant. Wir sind eine Exportnation, wir leben über weite Strecken davon, dass wir international vernetzt sind. Und die große Aufgabe ist, zu schauen, wo haben wir denn neue Möglichkeiten der Kooperation, des Wachstums, gerade für viele Unternehmen in einer Zeit, wo die traditionellen Märkte, mit denen wir verbunden sind, 80% unserer Exporte gehen nach wie vor nach Europa, derzeit beispielsweise nicht wachsen oder in einer Krise sind. Und so gesehen sind diese Emerging Markets ganz, ganz entscheidend für den Wohlstand des Landes, aber gerade auch für die Weiterentwicklung vieler, vieler exportorientierter Unternehmen. Was fällt Ihnen konkret zu Afrika ein? Afrika ist vielleicht der Kontinent der Zukunft. Wir haben in den vergangenen 15 bis 20 Jahren im Rahmen auch der Internationalisierung der österreichischen Wirtschaft gesehen, wie sich andere Erdteile exzellent entwickelt haben, weiter auch spannend bleiben, Asien. Aber Asien ist etwas, das sich weiter sehr positiv entwickelt, auch geopolitisch natürlich auch Risiken hat. Afrika ist sicherlich ein bisschen noch ein schlafender Riese, wenn er will. Es gibt mehr als 20 Staaten in Afrika, die mehr als 5% wachsen. Daher ist das natürlich etwas, was für viele, viele Unternehmen und für Europa hochinteressant sein kann. Lateinamerika, gerade im Zusammenhang mit Mercosur. Ebenfalls eine Zukunft- und Hoffnungsregion zu Lateinamerika und auch Südamerika gehört insbesondere auch, dass das im Normalfall auch Demokratien sind und auch kulturell sehr nahe stehen. Momentan haben wir das Thema, dass Mercosur-Staaten China der stärkste Partner ist, aber eigentlich sollte das Europa sein. Und wenn wir das große geopolitische Bild sehen, dann ist es, glaube ich, naheliegend, dass Europa insbesondere sich Verbündete suchen sollte oder Partner auf Augenhöhe suchen sollte, die uns auch nahestehen. Und da sind diese Märkte hochinteressant. Es gibt spezifische Märkte, die sehr gut performen, beispielsweise auch Kolumbien, das hochinteressant ist. Wir haben andere Märkte, die in starken Krisen stecken, aber die auch Chancen haben für die Zukunft, wenn sie denn auch die Kurve bekommen, Stichwort Argentinien. Ein Thema, das wo die IV politisch sehr engagiert war und ist das Lieferkettengesetz, ne, das auch diese Märkte betrifft. Wie bringen Sie sozusagen dieses Thema, wo Sie ein sehr pronunziertes, also sozusagen Nein zu der jetzigen Fassung aussprechen, im Zusammenhang mit dem Thema globale Verantwortung, nachhaltige Gestaltung der Globalisierung? Es sollte uns allen bewusst sein und wir bekennen uns natürlich auch zur Verantwortung, die alle Unternehmen, aber auch natürlich Österreich als Staat hat in den Partnerschaften. Das Thema ist nur, man muss es natürlich so machen, dass es schlau ist und dass es auch Unternehmen schultern können. Das vorliegende Lieferkettenregime auf europäischer Ebene verunmöglicht in Wirklichkeit exportorientierten Mittelständlern, dies auch nur ansatzweise ausfüllen zu können. Sie wissen, da gibt es Verantwortlichkeiten in der gesamten Wertschöpfungskette, sowohl all der Produkte der Hunderten, die ich kaufe, und nicht nur bei dem, wo ich einkaufe, sondern auch darüber hinaus. Und ich muss auch noch für mein Produkt verantwortlich sein, was danach passiert. Das kann bürokratisch ein österreichischer Mittelständler unmöglich leisten. Und es ist die Privatisierung des Rechts. Staaten müssen die Standards sicherstellen und man kann nicht alles an Unternehmen sozusagen ablegen. Das heißt, das ist diese große Herausforderung für uns alle, dass wir partnerschaftlich denken, dass wir die Verantwortung klug wahrnehmen, auch so wie wir das können. Erinnern wir uns daran, dass wenn Partnerschaften funktionieren, Armut bekämpft wird. Diese 300-400 Millionen Menschen in China, die aus der Armut gepresst wurden, die sind Resultat einer ökonomischen globalen Partnerschaft. Und wenn wir das klug machen, wird das funktionieren. Wenn wir es verunmöglichen durch Bürokratie, dann wird es nicht funktionieren. Was wäre
hier eine gangbare Lösung und das deutsche Modell stellt sich für Sie besser dar? Beispielsweise, um hier dieses Beispiel nochmal zu bemühen, wofür muss ich als Unternehmer verantwortlich sein? Das deutsche Modell stellt darauf ab, dass ich mein direkter Zulieferer, dass ich für den verantwortlich bin. Das ist etwas, das kann de facto jedes Unternehmen leisten. Ich kenne meine Zulieferer. Das sind oft sozusagen Dinge, die über Jahrzehnte entstanden sind. Dass man da Verantwortung übernimmt, glaube ich, ist klar. Aber dass man so wie jetzt auf europäischer Ebene gefordert, auf die gesamte Wertschöpfungskette absteht, also den Zulieferer des Zulieferers des Zulieferers, das ist unmöglich zu leisten. Also gehen wir pragmatisch damit um, schauen wir uns an, was leistbar ist. Wir alle wissen, dass die Unternehmer das wollen und wir wollen das auch. Wir wollen Verantwortung, wir wollen Partnerschaft auf Augenhöhe und wir wollen sicherstellen, dass es natürlich diese Standards gibt, die eingehalten werden. Aber man kann nicht Unternehmern etwas zumuten, was die gar nicht leisten können und was in Wirklichkeit auch weitergehend die Staaten leisten müssten. Sie haben die Rolle des Marktes bei der Herausführung von hunderten Millionen Menschen aus der Armut, gerade in China in den letzten Jahrzehnten angesprochen. Wie sehen Sie die Rolle des Privatsektors, gerade auch im Hinblick auf Afrika? Der Privatsektor hat, glaube ich, sehr, sehr viele Chancen. Schon allein, indem ich eine Investition in ein Land ermögliche und setze, schaffe ich ja nicht nur Arbeitsplätze, ich schaffe nicht nur vor Ort auch Strukturen, sondern ich wirke ja weit darüber hinaus. Da geht es um das Thema Bildung, ich brauche Menschen, die gut ausgebildet sind, es geht um die Infrastruktur, die rund um Unternehmen entsteht, etc. Und es geht um Standards, wie man miteinander auch in Unternehmen umgeht. Jede dieser Investitionen hat auch einen, würde ich meinen, entwicklungspolitischen Aspekt und das sollten wir nicht unterschätzen. Und alles, was wir in diese Richtung zusätzlich tun können und Unternehmen von sich aus tun, ist etwas, das positiv für neue Partnerschaften steht. Wie sehen Sie die österreichische Entwicklungszusammenarbeit als Partner hier für die österreichische Wirtschaft, um diesen entwicklungspolitischen Effekt irgendwie zu hebeln? Ich glaube, dass das grundsätzlich gut funktioniert, aber wir haben sicherlich noch Potenzial. Wir haben ja viele Spieler am Feld und je besser die Politik, die Entwicklungszusammenarbeit und die Unternehmen miteinander interagieren, vielleicht auch strategische Ziele sich setzen, was sowohl Destinationen betrifft als auch die Begleitung von Investitionen in Emerging Markets, das ist etwas, das insgesamt hilft, einfach den Impact noch einmal zu stärken. Da ist sicherlich noch Potenzial da, aber grundsätzlich ist das auf gutem Weg. Auch da würde sich übrigens der Blick nach Deutschland lohnen, was dort also auch sagen wir das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit auf die Reihe kriegt mit den Unternehmen, ist auch nicht alles also Gold, was glänzt, aber das spielt sich in einer ganz anderen Liga ab als hier in Österreich. Die Branchen, wo Österreich global sehr gut aufgestellt sind ja auch gerade im Hinblick auf die Sustainable Development Goals relevant, also unter anderem im Bereich Energie, Umwelt, Technik, was auch, ich denke jetzt an Maschinenhersteller im Bereich von Plastic Recycling. Wie könnte man hier zusammen über diese Firmen den globalen Fußabdruck für Entwicklung im Verbund mit Entwicklungsarbeit besser in den Blick nehmen? Sie haben es angesprochen. Es geht, glaube ich, darum, einen Blick sehr sauber darauf zu richten, wo es Stärkefelder der österreichischen Wirtschaft gibt, auch im Export. Viele dieser Stärkefelder sind solche, die auch gerade auch eine nachhaltige Entwicklung von Partnerländern unterstützt. Das ist einerseits im Greentech-Bereich, das reicht bis zur Wasseraufbereitung, das ist in der Energieversorgung, aber das ist beispielsweise auch im Bahn- und Infrastruktursektor so. Wir haben eine ganz, ganz wettbewerbsfähige Bahnindustrie, die hoch nachgefragt ist. Und wenn man das klug denkt, dann ist der Effekt sozusagen über das Ökonomische hinaus auch noch zusätzlich gegeben. Klimapolitisch, aber auch sozialpolitisch, auch gerade in der Nachhaltigkeit. Und darin liegt, glaube ich, eine sehr, sehr gute und große Chance. Die österreichischen Unternehmen sitzen in vielen dieser Nischen, sind dort unter den Top 3 am Weltmarkt. Und das optimal zu nutzen ist, glaube ich, etwas, was gerade auch die österreichische Entwicklungszusammenarbeit, aber in Wirklichkeit auch die österreichischen Export- und die Partnerschaften besonders auszeichnen kann. Da liegt auch unsere große Chance. Wir haben ja nicht die großen Supercarrier, die überall auf der Welt präsent sein können, sondern wir haben die Nischenplayer, die klug, innovativ unterwegs sind und damit erfolgreich sind. Herr Neumayr, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.